Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie gewünscht wolltet ihr, dass ich euch das Gacha-System einmal in Wuthering Waves erkläre, welches sich seit der ersten Closed Beta komplett ins Positive verändert hat. Außerdem zeige ich euch meine ersten Pulls aus dem Livestream, wo wir auch einen 5-Sterne-Charakter gezogen haben, sodass ihr auch die Pull-Animation einmal seht, die ich richtig geil finde. Also erst kommen wir einmal zur Erklärung und zum Schluss gibt es dann noch ein paar Pulls. In der ersten Closed Beta war das Gacha-System 1:1 wie in Genshin. Man hat spätestens nach 90 Ziehungen einen 5-Sterne-Charakter bekommen und das ist eigentlich schon sehr viel, wenn man es genau nimmt. Nun hat sich einiges getan und zwar definitiv ins Positive. Und ich würde sagen, wir fangen mal oben an. Zu Beginn gibt es einen Beginner-Banner, wo ihr nach 50 Ziehungen garantiert einen 5-Sterne-Charakter ziehen könnt. Der Beginner-Banner ist auch um 20% reduziert und aus diesem Banner könnt ihr jeden bisher vorhandenen 4-Sterne-Charakter ziehen und jede 4-Sterne-Waffe im Spiel. Es gibt auch 5 unterschiedliche 5-Sterne-Charaktere, die in den Standard-Banner kommen und das sind Angkor, Yanshin, Lingyang, Kalkaro und Verina. 5-Sterne-Waffen sind in diesem Banner nicht vorhanden. Also bekommt ihr zu Beginn garantiert einen Charakter. In diesem Banner werden wir am Ende des Videos auch pullen und wir haben uns auch hier unseren ersten 5-Sterne-Charakter gezogen. Die allgemeine Chance, einen 5-Sterne-Charakter zu ziehen, liegt bei 0,8% und ihr bekommt auch garantiert alle 10 Ziehungen einen 4-Sterne-Charakter. Sobald ihr euren ersten 5-Star aus dem Anfänger-Banner gepullt habt, verschwindet dieser auch. Weiter geht es mit dem Event-Banner, wo derzeit Jian der limitierte 5-Sterne-Charakter ist. Für ihn habt ihr eine 50-50 Chance, dass ihr Jian zieht oder einen 5-Sterne-Standard-Banner-Charakter. Falls ihr das 50-50 verloren habt, ist Jian anschließend garantiert und definitiv der nächste 5-Star. Ihr benötigt maximal 80 Ziehungen, um einen 5-Sterne-Charakter zu kriegen und der Soft-Pitch liegt bei 60 Puls. Das heißt, ab 60 Puls erhöht sich die Chance immer mehr, dass der 5-Star kommt. Es gibt auch 3 4-Sterne-Charaktere, die einen Raid-Up haben und mit höherer Wahrscheinlichkeit kommen werden. Die Chance liegt auch hier bei 0,8%, dass ihr einen 5-Star bekommt und bei 6%, dass ihr einen 4-Star kriegt. Kommen wir jetzt zum Waffenbanner, welcher mein persönliches Highlight ist, denn hier kriegt ihr garantiert spätestens nach 80 Ziehungen die passende Waffe für Jian. Kein Scherz, es gibt kein 50-50, kein 75-25, ihr müsst keine Schicksalspunkte sammeln oder so, nichts. Ihr bekommt wirklich nach spätestens 80 Ziehungen genau diese Eventwaffe zu 100%, was ich richtig gut finde. Es kann natürlich sein, dass sich zum Release noch einiges ändert, aber es wurde sich gewünscht, dass die Banner anpassen und Kore Games hat bisher immer auf die Community gehört. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das auch so bleiben könnte. Anschließend haben wir noch den Standardbanner für Charaktere und den Standardbanner für Waffen. Diese wurden in 2 separate Banner geteilt, sodass ihr wirklich entscheiden könnt, ob ihr einen Charakter oder eine Waffe ziehen möchtet. Bei beiden Banner sind es ebenfalls 80 maximale Pulse, die ihr benötigt und die Chance auf einen 5-Star liegt bei 0,8%. Bei dem Charakter-Standardbanner müsst ihr Glück haben, den gewünschten Charakter zu kriegen. Aber im Waffenbanner könnt ihr euch das tatsächlich aussuchen, welche der Standard-Banner-Waffen ihr garantiert ziehen wollt. Ich hoffe, all eure Fragen sind damit bisher geklärt. Falls nicht, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Denkt auch daran, dass wir uns in der Beta befinden und sich alles noch zum öffentlichen Release ändern kann. Aber im Vergleich zur ersten Beta haben sich die Banner etwas verbessert. Und gerade der Waffenbanner mit einer 100%igen Chance ist super gut für unsere Geldbörsen. In Genshin die gewünschten 5-Sterne-Waffen zu kriegen, kann richtig, richtig teuer werden, weswegen ich sehr froh wäre, wenn es hier nicht so der Fall wäre. Nun noch aus dem Livestream unsere Pulls im Beginner-Banner und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und jetzt haben wir den Beginner-Banner und wir werden hier zum ersten Mal jetzt pullen. Ich habe die Pull-Animation hier selber noch nicht erlebt. Ich bin mal gespannt, wie das alles aussehen wird. Und ich würde sagen, wir legen los. Drückt mir die Daumen, wir haben jetzt auf jeden Fall die Chance, einen von 5 Standardbanner-Charakteren zu ziehen. Ich würde mich am meisten über Yanshin freuen, aber ich freue mich eigentlich über jeden und ja, ne, also wird schon mega gut gehen. Ich bin gespannt, ich würde sagen, let's go. Vielleicht haben wir ja direkt Gold? Nein, es ist nur lila. Und von den 4-Sterne-Charakteren möchte ich definitiv eine Sanwa haben. Okay, das sind 3-Sterne-Waffen. Die können wir tatsächlich noch gut gebrauchen. Wir sind quasi als Abenteuer Rang 15 und nutzen noch 2-Sterne-Waffen. Also sind das hier noch Upgrades. Ich hoffe, es kommen ein paar coole Charaktere. Die Animation sah schon mal ganz interessant aus. Und wir kriegen eine 4-Sterne-Waffe. Für wen die gut ist, weiß ich noch nicht. Wir kriegen 2 4-Sterne-Waffen. Okay. Wir haben auf jeden Fall schon mal einen Charakter, den wir nutzen mit einer Pistole. Das ist also schon mal ganz cool. Wird sich sicherlich eine von denen nützlich machen. Hoffentlich zumindest. So, wir machen den nächsten Puls. Es dürfte reichen. Und es ist lila. Es bleibt lila. Es bleibt lila. Hoffentlich kriegen wir ein paar Charaktere. Und nicht nur Waffen. Zumindest was 4 Sterne angeht. Eine Sanwa bitte. Oh, es ist Alto. GG. Alto vom Typ Aero. Und ein 4-Sterne-Charakter. Ist neu. GG, freue ich mich drüber. Vielleicht nochmal 4-Star. Die Animationen sehen echt cool aus. Die Animationen sehen bisher echt cool aus.
Es wird wahrscheinlich wie in Genshin, wir gehen in Soft Pity. 50 Puls bis zum 5-Star. Ja, leider schon. Hä? Was? Ein Alto-Duplikat? Es gibt 9 4-Stars. Warum ziehe ich ihn zum zweiten Mal? Er ist jetzt einfach C1. Oh no. Wie unlucky ist das denn? Es gibt bestimmt 20 4-Star-Waffen und 9 4-Star-Charaktere und wir ziehen ihn zweimal. Come on. Ah, müssen wir gleich wohl ein Husbando spielen. Bitte noch ein Charakter. Bitte noch ein Charakter. Bitte noch ein Charakter. Charakter. Oh Mann. Schade, schade. Jetzt ist er auf jeden Fall auf einer Constellation. Das gibt es ziemlich eine interessante Info. Gold, 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 Gold. Boah, ich bin mal gespannt, wie Gold gleich aussehen wird. Hier Sternewaffe. Die ist neu. Okay, die haben wir nicht. Aber 4 Sternewaffen sind gut. Können wir gleich hoffentlich unseren 5-Star direkt mit equippen. Außer wir kriegen jetzt einen Katalysatornutzer oder so. Komm, noch ein Charakter. Die Charaktere haben sehr coole Animationen. Da wäre ich natürlich sehr froh drüber, wenn ich mehr zeigen könnte. Schade. Schade, schade, schade. Aber jetzt müsste der garantierte 5-Star kommen. 10 Puls noch bis zu den 50. Und die sind noch reduziert. Also bleiben sogar noch ein paar von der Währung über. Die können wir dann noch im Eventbanner verpulvern. Mal gucken, wie die 5-Sterne-Animation aussieht. Wird es direkt Gold? Ja, okay. Dann kommt das wieder gar nicht. So. Oh, eine Dungeon! Sehr geil. Die ist cool. Die kommt direkt ins Team. Vor allem, sie ist auch vom Element Havoc, glaube ich, heißt das. Hier in diesem Spiel. Weiß nicht, was die deutsche Bezeichnung ist. Ist das Elektro? Ich weiß es nicht. Mega geil. Sie ist wirklich sehr cool. So, was ist der 5-Star? Wird es der letzte? Ich bin gespannt. Noch eine 4-Star-Waffe, die auch neu ist. Sieht alles aus wie die ähnliche gleiche Schwerter. Komm schon, komm schon, komm schon. Und? Was ist es? Oh! Es ist Nisa? Boom! Die Cat hat's gecallt. Ling Yang ist es. Ling Yang heißt der gute Herr. Ich weiß gar nicht, womit er kämpft. Aber unser erster 5-Star. Ziemlich cool. Ziemlich cool. Und es war gar nicht der 50. Pull, sondern der 48. Aber das war eine schöne 10er-Ziehung. Sehr geil, sehr geil. Wir können auch bestimmt noch mehr Pulls kaufen, oder? Dann machen wir noch einen 10er im anderen Banner. Und nein, wir sind nicht pullsüchtig. Ich muss mal ganz kurz gucken, welche Farbe das denn ist. bei ihm ist das, das sind diese bunten. Okay, zack, 6 Puls nochmal. Am Ende kaufen wir eh alle raus, Chat. Auf jeden Fall kann man hier auch die Puls rauskaufen. Das kennt ihr auch aus anderen Spielen. Aber das Interessante hier ist der Premium-Laden. Spaß, es gibt hier... wo war es denn? Hier, das ist ganz cool. Da sind wir doch richtig gewesen. Ihr habt die Möglichkeit, mit dem Sternenglanz, was ihr habt, das nennt sich hier Afterglow Coral, Constellations zu kaufen. Ich weiß zwar nicht, ob man die Charaktere auch so freischalten kann, aber man hat die Möglichkeit, auch Constellations zu kaufen für 5-Sterne-Charaktere. Das ist ziemlich nice. Und sogar die Standard-Banner 5-Stars sind sogar nochmal günstiger. Und wenn man sich einen Pull kaufen würde, aber wenn man die einfach spart und sich irgendwann einfach eine Constellation holt, das könnte sich lohnen. Müsste man mal ausrechnen. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, haben wir jetzt noch einen 10er zusammenkratzen können. Und nächstes Ziel ist natürlich hoffen, dass wir im 50-50 gewinnen. Und Jian pullen. Ja? Gehen wir auf jeden Fall direkt rein. Weil wir nicht pullsüchtig sind. Ah, schade. Hätte ich mir natürlich jetzt gegönnt, direkt einen 5-Star. Wäre ein schönes Back-to-Back gewesen, aber leider nein, leider gar nicht. Aber was für ein 4-Star wird drin? Mal gucken. Charakter hoffentlich. Und nochmal. Ne, nicht nochmal. Ich dachte, es wäre Dungeon. Es ist Chixia. Die haben wir bereits. Die kriegt man am Anfang einmal geschenkt. Die habe ich jetzt auf... D1. Sehr schön. Sehr schön. Komm, einen Pull haben wir noch. Okay. Wir wollten uns auch mal die blaue Farbe angucken. Blau sieht so aus. Sehr schön, sehr schön. Ich hoffe, der Einblick hat euch gefallen. Falls ihr noch Fragen habt, gerne in den Chat stellen. Und falls ihr Videoideen habt oder Sachen sehen möchtet von dem Spiel, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde dann über alles mögliche Videos machen. Danke auch fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.